Moin zusammen. Hier ist mal wieder euer kleiner Streamkeks. Und ja, ne, mal wieder ein bisschen Birella. Ne, am frühen Morgen halt nur ein bisschen was Kurzes. Im Laufe des Tages folgt dann noch das ein oder andere. Unsere Frau Birella hier, ne, hat sich mal wieder eins meiner Videos angeschaut. Und ich weiß nicht, aber irgendwo wohl was falsch verstanden. Schauen wir doch mal hinein, was sie da so alles so von sich gibt. Milo will auch Guten Mitglied Morgen, auf meine YouTube liebe sein. Birella hier. Ich bin jetzt aufgestanden. Erst muss ich euch zeigen, um was geht. Screenshot. Screenshot, das ist wichtig. Es handelt sich um Video von Streamkeks. Der hat wieder die Fakten komplett umgedreht. Nö, hat er nicht. Warum sollte er auch? Die Fakten sind einfach zu lustig. Und ohne meine Zulassung, ohne Zulassung von Berello, hat er das gepostet auf YouTube und hat daraus rausgeschnitten eine Szene, wo ich über eine andere TikToker schimpfe eigentlich, aber der hat das so bearbeitet, dass das so gilt, dass ich über Drachenlord schimpfe. Nein, ne, das hat er nicht so bearbeitet. Da kann ich für garantieren, dass er das nicht so bearbeitet hat. Ne, weil ich habe ganz einfach nur eine Bemerkung gemacht. Ne, vorher auf Pause gedrückt, dann eine Bemerkung gemacht und dann das Video weiterlaufen lassen. Ja, dass sie sich auf Deutsch nicht besonders gut ausdrücken kann, ist mir schon aufgefallen. Das wird eigentlich von Tag zu Tag immer schlechter. Und auch ihr, ja, Verständnis, also das Verstehen von der deutschen Sprache, wird auch anscheinend von Tag zu Tag echt schlechter. Wenn Sie ganz einfach mal zuhören würden, ich spreche schon relativ langsam, was worüber sich einige Leute mittlerweile schon beschwert haben. Aber ja, ne, es ist meine Art, ich spreche nun mal so. Ja, Frau Birella, zuhören. Zuhören und vor allen Dingen verstehen. Ne, das ist so ein zweischneidiges Schwert, ich weiß. Aber versuchen Sie es doch mal. Ne? Sie sind ja mittlerweile lang genug in Österreich und müssten eigentlich. Ja, wie soll ich sagen? Ja, das Alltägliche, ne? Das Alltägliche, was man, wenn man sich unterhält und so weiter, das müssten Sie eigentlich mittlerweile schon verstehen können. Ne? Deshalb, ja, ich weiß nicht, wie ich dann soll ich größere Pausen lassen, damit Sie das verarbeiten können oder soll ich, was soll ich da machen, dass auch Sie verstehen, worum es geht. Aber, naja, hören wir erstmal weiter. Ich zitiere das, der schimpft mich immer an, der Kelp. Das ist. Der was? Was für ein Ding? Frau Birella, ich bin ein paar Jahrgänge älter. Ne? Wenn Sie mich mit modernen Beschimpfungen beleidigen möchten. Das funktioniert nicht. Zum einen TikToker gegangen und nicht zum Drache RW. Drache RW ist Ehrenmann und Mobbingopfer. Mobbing was? Das mit dem Mobbing-Opfer möchte ich ganz einfach mal verneinen. So, und auf dieser Plattform will ich Ruhe. Ich werde da keine Videos mehr so posten. Außer es ist wieder etwas komplett umgedreht. So Leute, pass auf, Drache, ich mag dich. Das war nicht auf dich gedacht, das war gedacht auf eine andere TikToker. Milo will auch Guten Ja. Mitglied Morgen, auf YouTube. Drachenlord mag auch sie ganz, ganz dolle. Ne? Die Love Story zwischen Ihnen und Drachenlord ist ja allweit bekannt. Und der mag sie auch. Ne? Das hat er gestern Abend übrigens in seinem Stream
auch gesagt. Ne, wollen wir uns das mal anhören? Ne? Und er möchte auch gerne so richtig mit Ihnen so, wie sagt man das auf TikTok, Rambazamba haben. Aber wir können ja mal etwas ganz Wildes machen. Wir können ja mal da reinschauen. Ne? Kann man ja mal machen. Man kann ja mal ohne weiteres reinschauen. Schauen wir doch mal, was da unser bunter TikTok-Ober-, Unter- und Nebenmensch so von sich gibt. Alles okay. Wie heißt das? Die Birella hatte ich heute Morgen mitgemeldet, oder die kam in meinen Stream rein, die Birella. Die meinte, die hat wohl einen neuen Account. Und die meinte, ich würde so gerne wieder mit dem Drachenlord matchen. Es wäre cool, wenn du ihnen das Bescheid geben könntest. Ja, ich habe das ihr schon 100 Mal erklärt. Das Thema ist für mich erstmal durch. Ich will erstmal nichts von derer wissen aktuell, weil Oh. so wie die mich Okay, Bruder. behandelt hat, nee, davon will ich nichts wissen. So. Oh, was ist das denn? Ist er wohl doch kein so toller Ehrenmann. Ne? Oder gibt es irgendwie Ärger im Paradies? Frau Birella, wie sieht denn das aus? Ne? Gibt es da irgendwie Ärger im Paradies? Okay. Tut mir leid. Also ich wollte es nur mal anfragen, Alles aber gut. dann weiß ich, was Sache ist. Ne? Alles gut, ist ja auch legitim, aber das hast du doch vor 2 Tagen auch schon mal angesprochen. Ja, aber die hat mich nochmal gefragt, obwohl ich ihr gesagt habe, die hat keine Anfragen von dir bekommen, die hat nichts bekommen, so dies, das. Und die so, Ja, ja, sie kriegt so, sie ja, auch. bitte fragt nochmal nach, bitte fragt nochmal nach. Na, Aber. sie war gestern Mittag aber auch schon mal im Match, da habe ich es auch zu ihr gesagt. Und Ah, sie hat okay. wohl gestern, sie muss wohl gestern, hat mir irgendjemand erzählt, ich weiß gar nicht, wer das war, muss die wohl irgendwo in den Matches rumgelaufen sein und erzählt haben, dass sie meine Freundin ist oder sonst was, Alter. Oh, Frau Birella, Sie sind die Freundin vom Drachenlord? Vom Rainer? Das finde ich aber schon interessant. Ne? Ich weiß nicht, haben Sie da irgendetwas verschwiegen? Wer weiß das schon? Also, finde ich echt super. Okay. Ne? So viel dazu, dass der Drachenlord doch ein Ehrenmann ist. Ne? Und vor allen Dingen auch, mit dem möchte sie unbedingt ins Match gehen. Aber ich habe ja da noch etwas. Ne? Bis hierhin erstmal so für die TikToker. Ne? Macht schon mal gut. Für die YouTuber geht es noch mal ein bisschen weiter. Da schauen wir uns nämlich noch ein zweites Post von unserer Frau Birella an. Ne? Birella ist back. Sehr schön. Hier auf Platz 5. Ne, da ist sie jetzt ganz stolz drauf, dass sie wieder in der Rangliste ist. Obwohl, soweit ich mich erinnere, sind doch die Leute von der Rangliste, die machen doch Geldwäsche. Ne? Wer hatte das denn mal gesagt? Mensch, mal ganz scharf überlegen. Wer hatte gesagt, dass Leute von der Rangliste alles nur Geldwäscher sind? Wer war das? War das ganz zufällig? Mensch, wer war das denn? Frau Birella? Waren Sie das, die behauptet hat, dass dort nur Geldwäsche betrieben wird? Nur mal so eine kleine Zwischenfrage. Okay. Ne? So viel zu, ja, morgendlichen Birella Aufwachvideo. Bis später, euer kleiner Streamkeks. Ciao, ciao.